Ein Maul, Schlampe. Kannst du leer machen, geht das auch so? $65. Danke. Da kann ich nichts dafür. Check deine E-Mails, hat's geheißen. Machen wir doch gleich. Ins Web wollen wir gehen. 5 Mitteilungen. Puh, alter Mann. Mr. Freckle. Negativ, negativ, negativ. Was? Leider hat Troy Harter nur folgendes zu ihrer... Was bist du denn für eine? Etwa ein Homo? Leider ist folgendes bedeutet... Du wartest doch ein bisschen zu viel, oder? Du solltest vielleicht deine Anforderungen senken, du Loser. Ah ja. Er hat folgendes zu einer... Ja, ich muss dummerweise den Spielverderber spielen... Denn ich bin im Moment zu sehr mit Feiern beschäftigt. Ah ja, wenn du auf Kohle verzichten willst, von mir aus. Nur folgendes. Boah, nein, Mann. Versuch es weiter. Die richtige Person wartet da draußen nur auf sie. Ja, natürlich. Roman. Roman. Kibbutz. NRG 900. Dem Patriot. Den können wir eigentlich... löschen, ne? Oder? Den haben wir schon geliefert, oder wie sehe ich das? Ne, den haben wir noch nicht geliefert. Doch, den haben wir geliefert. Die NRG 900. Du musst auf Bulsis E-Mail antworten, wenn du das Motorrad für ihn klauen willst. Ja, ja, klar. Ich stehe auf Motorräder und ganz besonders auf diese geile NRG 900, Mann. Halt die Augen offen, ein Beta, Gamma oder so ein minderwertiger Knilch fährt in Meatos Park damit herum. Alter, der letzte Job hat mir richtig gut gefallen, unglaublich. Schick mir deine Antwort und besorg mir das Gefährt. Da springen viele Dollar für dich heraus. Sei der Boss, Alter. Na klar. Ist schon recht. Wie geht das jetzt? Home? Anwaltsmord in Alcoquin. Der Rechtsanwalt Tom Goldzwerg wurde heute in seinem Hochsicherheitsbüro in Alcoquin ermordet. Goldberg soll Korruptionsvorwürfe gegen hochrangige Angehörige des LCPD, Liberty City Police Department und einigen Mitgliedern des Stadtrats nachgegangen sein. Zuvor war er an Prozessen gegen die Mafia und Sammelklagen gegen Lebensmittelunternehmer beteiligt. Ebenso gewann er einen Prozess gegen einen Streichholzhersteller, Strikelight. Ah, ja. Genau. Da dieser auf seinen Streichholzschachtel nicht davor gewarnt hatte, dass das Produkt bei ordnungsgemäßem Gebrauch Feuer verursachen kann. In einem Anfall von Größenwahn verklagte Goldberg Gott, da dieser ihm ins Handwerk pfuschte, jedoch erfolglos. Der Mörder verschaffte sich Zutritt zu den Büroräumen der Kanzlei. Goldberg Linke Entscheister. Wer hat sich denn den Namen ausgedacht? Wo waren wir stehen geblieben? Scheister, deren Mitarbeiter Goldberg war. Dick Scheister, ein weiterer Mitinhaber, gedachte Goldberg in einer Pressemitteilung. Alle, die Tom rausgepaukt hatte, werden ihn sehr vermissen. Ich werde viele seiner Fälle übernehmen. So werde ich hoffentlich in den Medien genauso bekannt wie er und kann endlich selbst für ein politisches Mandat kandidieren. Natürlich. Mafia-Verfahren, No-Name-Killer. Der No-Name-Killer schlägt wieder zu. Überraschende Wende im Serienmörderfall. Der No-Name-Killer. Der Mörder ohne Spitznamen schlägt erneut zu. Und wieder ist die Polizei ratlos. Richtig, eine weitere Leiche wurde gefunden. Diesmal mit einer handgeschriebenen Nachricht. Die Stadt ist in Panik. Aber die Polizei hat immer noch keine Hinweise oder Spuren. Wer Jogger und Spaziergänger enthauptet und ihre Leiche in den Hecken der Stadt zurücklässt. Diesmal war es ein junger Tanzlehrer aus Broker, der hopp, hopp und eins und zwei und eins und... Nein, das ist doch... Motorradgang macht Scherereien. Ah ja.
Der Polizeichef erklärte, dass Motorradgangs nach Terroristen und friedlichen politischen Protesten, die wir nicht billigen, die nächstgrößte Bedrohung für Ruhe und Ordnung in Liberty City seien. Eine Kneipenschießerei endete vor kurzem mit dem Tod mehrerer junger Asiaten, die von in Leder gekleideten Todesboten auf Motorrädern umgebracht wurden. Alles klar. Eine überraschende Wende im Serienmörderfall. Hat gestern wieder zugeschlagen. An der Leiche eines jungen Mannes mit abgetrennten Gliedmaßen und Genitalien wurde gefunden. Er hat sie wahrscheinlich irgendwo hinten rektal eingeführt. Im Gegensatz zu den anderen Opfern blieb der Kopf diesmal jedoch unversehrt. Das Opfer war ein Mann weißer Hautfarbe. Die Polizei hat jedoch noch keinen Namen verlautbart. Der heißt Verlautbart? John Verlautbart. Diese Strategiewechsel erschwert die ohnehin schon nervenaufreibende Aufgabe, dem Killer einen Namen zu geben. Kopfloser Jokermörder. Keine Ahnung. Lotto. Spielen wir mit Lotto? Schade. Entertainment, Business, Sport, Wetter. Alles klar. Triadenmorde. Das war ich. Auf den Docks in Fish Market South wurden die Leichen mehrerer Männer gefunden. Die Behörde vermutet, dass es sich um Mitglieder einer Triaden Straßengänge handelt, die Schmuggelware von nach Liberty City schafft. Im Zuge der Verurteilung einiger Mitglieder der Hafenarbeitergewerkschaft letztes Jahr wurden Verdächtigungen laut, dass Korruption bei den Dockern gang und gäbe sei. Aha. Ein Sprecher der Nationalen Sicherheitsbehörde erklärte, die Docks in Liberty City seien ein Einfallstor, durch das ein Großteil der Drogen, Sexsklaven und gefälschte Waren in die USA gelang. Wo er recht hat, hat er recht. Muss man mal sagen. Und tschüss. Hey, Vogel. Lass mich raus. Stellt sich hin und fängt an zu lallen. Boah, dem habe ich die Mütze vom Schädel geschossen. Den treffe ich nicht. Jetzt. Du bist tot. Spiel toter Mann. Gut, dann fahren wir eben da lang. Das klappt natürlich nicht, weil ich am Gehsteig hängen bleibe im Reifen. Das war irgendwo klar. Ja, ich bin verrückt, total verrückt, durchgeknallt. Psychopath. Auf vier Räder. Ich bin schlimmer als die Motorradgang. Ja, genau, du mich auch. Ah, ob man dann aufkommt? Ach, Manno. Oh, da ist er. Warte mal, ich kann doch die Mülltonne schieben, oder? Nein, kann ich nicht. Ich komme da nicht mehr auf. Nicht dann überspringen. Ah! Arschloch. Oh, Motorrad. Auch nicht schlecht. Ach ja, Motorrad. Wir wollen ja noch ein Motorrad holen. Genau, stimmt ja. Wir wollen ja noch ein Motorrad. Richtig.
Ich habe keinen Reifen mehr hinten. Hallo. Nice and slowly. Verpiss dich. In Faucht mit dir, ihr Schmeißfliegen. Ja, ja, du mich auch. Wie ich das mit dem Ding schaffen soll. Gelassen wie ich, oder? Man. Ich bin gesucht, ich bin ein gesuchter Terrorist. Und bin gerade etwas angepisst. Nein, jetzt fährt das Arschloch auch noch. Ein Glück, dass er fährt. Dann kann ich schneller mit abhauen. Aha, sehr witzig. Fahndungshilfe loswerden. Ich muss erstmal mit der Kiste hier. Scheiße, Mann. Die Karre ist... Die Möhre ist gerade ein bisschen kaputt gegangen. Naja. Wo fahren wir hin? Wo können wir hinfahren? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Da sind die Bullen auch schon. Schön. Gehst du vielleicht mal zu? Danke. Also Motorradfahren wird nicht mein Ding werden. You stupid idiot. Was haben wir dafür eigentlich ausgeben jetzt? Sag mal, ey, wie stellst denn du dir das vor? Wie soll ich denn das machen, ne? An dir durch dich durchfahren oder was? Ach, guck mal, hier. Verpiss dich! Was für ein Häufchen Elend. The NRG 900 is in the lockup now, man. Look at that, baby. Great, Brucey. If you need another thing, tell me. Ja, natürlich. Würdest du vielleicht mal das Telefon aufrufen? Wird das möglich? Brucey, wie wär's denn mit Saufen? Penner, sagt er zu mir. Jetzt ist er auch noch davon, ey. Ich krieg noch die Krise heute. Aua. Weißt du was? Gib mir mal die Karre. Steige aus. Du kannst hinterher damit umgehen. Ja, ja, du mich auch. Und grüß deine Frau recht.